Wir sind zu schwer! Ich muss das Seil durchschneiden! Es tut mir so leid! Warte! Lass mich es machen! Wow, was wird das für eine Scheiße, Alter? Wir sind zu schwer! Es muss getan werden! Es tut mir leid! Alter, warum glaubst du, er kann dich halten? Der schafft das! Vertrau mir! Er geht auf Trainieren! Sag ihm, ich geh auf Trainieren! Aber könnten wir vielleicht erstmal das Klavier wegschneiden? Ja, das könnte schon mal ein guter Anfang sein. Wow, wow, wow! Scheiße, beruhigt euch! Beruhigt eure verdammte Scheiße! Es gibt keinen anderen Weg, es tut mir so leid! Das Klavier ist einfach zu schwer! Deine Mutter ist zu schwer! Hey! Nimm das zurück! Zwing mich doch! Okay, ich nehm's zurück! Leute, ich rutsche ab! Haha, sauber! Danke, Mann! Aber ernsthaft, wir werden sterben! Halt durch! Wir werden das schon irgendwie packen. Dürfte ich mal den Pädophilen unter mir wegschneiden? Ich bin ein Lehrer, kein Pädophiler. Das ist ein Schulausflug. Warte, da unten sind Kinder? Wir können doch keine Kinder töten. Nicht nur das. Das sind behinderte Kinder. Oh mein Gott, ach du Scheiße. Das ist Kacke. Das ist doch alles Kacke. Können wir nicht einfach den Panda-Bär wegschneiden? Nein, was ist denn falsch bei dir? Das ist eine vom Aussterben bedrohte Art. Okay. Was denken die anderen darüber? Weg mit ihm. Tüdelü. Tötet den Panda. Cool, dann mal los. Ups. Das war's jetzt. Es war mir eine Ehre, mit euch zu klettern, Leute. Wir sehen uns in einem anderen Leben. Oh, Scheiße. Und mit diesem kleinen Clip begrüße ich euch ganz herzlich. Willkommen zurück bei MJM Uncut. Heute werde ich euch meine ganzen Mediabooks präsentieren. Und los geht's. American Guinea Pig, der allererste Teil. Das ist schon ziemlich abartig, was da gezeigt wird. Die Rückseite zeige ich euch jetzt mal nicht. Es ist eigentlich ziemlich beliebt, dieser Film. Aber man muss dieses Franchise einfach mal mögen. Dann habe ich hier American Guinea Pig, die komplette Trilogie. Der erste Teil ist natürlich da drin auch noch vertreten. Der zweite Teil ist mehr so in Schwarz-Weiß gehalten, schwierig zu gucken. Und der dritte ist auch sehr seltsam. Spielen bloß zwei Personen großartig mit, aber eigentlich fast nur eine. Ein bisschen seltsam, aber sehr schön gemacht. Das Mediabook ist sehr wattiert. Fühlt sich sehr gut an. Ja, vom Preis her war das recht teuer, muss ich sagen. 50 Euro für drei Filme. Aber wenn man sich die Mediabooks einzeln kauft, dann bezahlt man deutlich, deutlich mehr. Dann haben wir hier Trauma. Der wurde damals ziemlich, ziemlich gehypt. Es wurde damals gesagt, das ist so ähnlich wie der Serbien-Film. Fand ich jetzt nicht so. Also die Anfangsszene, die war schon richtig, richtig krass, muss ich sagen. Aber nun ja, er hatte seine Höhen und Tiefen, hat sich ein bisschen gezogen, ist allgemein schon krank. Ich sag mal so, für 10 Euro weniger wäre das Mediabook und der Film angepasster gewesen. So. The Human Centipede 2 muss ich ja jetzt nicht so viel sagen. Der Film ist ziemlich bekannt. Ich finde den Schauspieler ziemlich gut. Den Harvey ist ja ein Bösewicht, der kein einziges Wort sagt in diesem Film. War, glaube ich, eins meiner ersten Mediabooks, welches ich besaß. Nun ja, ist auch schon ein paar Jahre her. The Furies. Auch ein sehr, sehr guter Film. Da wünsche ich mir ehrlich gesagt, dass der Film einen zweiten Teil bekommt. Wurde damals sehr, sehr groß gehypt. Die Szenen sind schon sehr, sehr gut gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Bloß das Ende war so ein bisschen offen. Das war so ein bisschen nervig. Aber gut, man kann ja auch nicht alles haben. Dann haben wir hier Cannibal aus dem Tagebuch des Kannibalen. Da geht es um den berühmten deutschen Kannibalen aus Rothenburg. War ja sehr groß in den Medien.
ist auch gar nicht so lange her, glaube ich. Ich glaube, gute 20 Jahre ist das her. Und hier wird halt über die Geschichte eingegangen, wie das alles damals so passiert ist. Von Marion Dora ist der Film, das Mediabook ist aufwertiert. Sehr eigener Film, muss ich sagen. Interessant gemacht, aber man muss es halt mögen, wie das ganze Franchise hier. So, dann habe ich hier noch dieses gute Stück. Das war auch einer meiner ersten wattierten Mediabooks. Das ist sogar der koreanische Cut, der geht 144 Minuten. Ist einer meiner Lieblingsfilme, geht richtig gut zur Sache da, auch eine Spitzenhandlung. Kann ich nur jedem empfehlen. Den habe ich damals für einen guten Kurs bekommen bei Facebook damals. Für gerade mal 30 Euro. Die Mediabook-Auflagen wurden ja damals viel, viel höher gehandelt, um die 50 Euro aufwärts. Das wollte ich nicht bezahlen. Aber ich hatte damals mehr Glück als Verstand und deswegen alles gut gelaufen. Ja. African Kung Fu Nazis. Das Hirn einfach abschalten. Einfach herrlicher Film. Frauen würde ich diesen Film ehrlich gesagt nicht so empfehlen. Das ist eher so ein Film, wenn man gemütlich mit den Kumpels zusammensitzt und ein paar Bierchen trinkt. Die Handlung ist einfach absolut der Wahnsinn. Der Regisseur kommt aus Deutschland, lebt aber in Japan und hat den Film in Ghana gedreht. Mit gerade mal einem Budget von 10.000 US-Dollar oder Euro. Ist ja auch egal. Die Handlung ist sehr, sehr simpel gehalten. Das Beste ist wirklich die Synchronisation. Absolut herrlich gemacht. Kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Also würde mich nicht wundern, wenn der Film irgendwann mal bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten mit erscheint. Aber der Kurs damals war relativ günstig. Also das Mediabook bezahlt man inzwischen um die 25 Euro. Aber so, wer so auf Trash steht, so ein bisschen Unterhaltung pur, ja, kann man sich mal reinziehen. Ich finde den absolut genial. Ich habe den schon so oft jetzt hintereinander gesehen. Auch das Soundtrack ist sehr gelungen, finde ich. Wenn man bedenkt, das Budget war so gering, sieht man aber trotzdem, wie viel Liebe in diesen ganzen Details hier drin steckt. So. Dann haben wir hier... So. In der Collectors Edition. Hier muss ich sagen, die Version ist leider geschnitten. Das habe ich aber erst danach erfahren. Aber das gute Stück hat damals bloß 3 Euro gekostet. Zu Saw muss ich ja überhaupt nicht viel sagen. Ist ziemlich bekannt, denke ich mal. Kommt ja dieses Jahr sogar noch ein neuer Teil raus. Und dann habe ich hier noch Saw 2. Ja, ist leider auch geschnitten. Aber... hat damals auch plus 2 Euro gekostet. Aber an sich ein schönes Teil, muss ich sagen. So, Terrifier. Dieser Film wurde damals auch sehr, sehr groß gehypt. Es gab sehr große Mediabook-Auflagen, verschiedene Motive, A, B, C, D, E, F und was weiß ich. War auch ziemlich, ziemlich teuer damals, also als sie frisch rausgekommen sind. Ich habe damals für einen sehr guten Kurs bekommen, gerade mal 20 Euro auf der Wicked of Hell bezahlt. Sehr guter Preis. Der Clown ist auch ziemlich gut gemacht. Auch die Handlung, die Splatter-Szenen auch sehr blutig, spannend. Da kriegt man eigentlich Lust auf mehr. Ich hoffe, da kommt noch ein zweiter Teil raus. Es gab ja dennoch Terrifier The Beginning, der war aber bloß ab 16 Jahre, das hat man auch gesehen. Und der hier, der geht richtig ab, finde ich. Besser als S von den 10 her. Das ist schon ziemlich blutig gemacht. So. Army of the Damned. So. Dieser Film habe ich damals vom Flo bekommen. Auch ein sehr guter Film. Das ist so ein schöner Film, den kann man abends so laufen lassen. Das Soundtrack ist sehr gut. Auch mit der WWE-Wrestlerin Maria. Die spielt auch noch mit.
ist so ein typischer B-Movie, aber der unterhält wirklich auf voller Ebene. Da geht es halt hauptsächlich um eine, nicht um Zombies, sondern irgendwie um Verdammte. Das alles findet in einem Haus statt. So. Hier habe ich auch noch ein Sword-Teil. Der ist aber ungeschnitten, muss ich sagen. Das ist auch an sich ein schönes Mediabook. Richtig schön verarbeitet. Das habe ich geschenkt bekommen. So. Dieses gute Stück habe ich auch für einen guten Kurs bekommen. Ich glaube 10 Euro habe ich damals bezahlt. Er wurde damals ein bisschen gehypt, aber mich hat es jetzt nicht so mitgenommen. Für einen Zehner ist es okay, aber mehr auch wirklich nicht. Gab es auch verschiedene Cover-Varianten und dieses Cover hat gerade mal, ich glaube, hat wirklich 10 Euro gekostet. So, dann habe ich hier Leviathan. Ist auch ein schönes Schmuckstück, muss ich sagen. Habe ich damals auch auf einer Börse bekommen für 15 Euro. Die Handlung war ein bisschen so lala, da hätte man noch viel mehr rausholen können. Ein paar gute Schauspieler machen mit, zum Beispiel der eine Einbrecher von Kevin allein zu Hause, der macht mit. Dieser Murph, ach was weiß ich. Ist so ein Film, den man so sonntags abends im Fernsehen gucken kann. Oder wenn draußen nichts los ist. So. Atros. Atros ist ein mexikanischer Film. Von einem Regisseur, der Cannibal Holocaust produziert hat. Ich habe den Film auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Die Handlung ist ziemlich gut gemacht. Die Handlung, die Szenen sind da auch allgemein sehr, sehr brutal gemacht und ziemlich hart. Da sage ich aber ganz schön oft ziemlich. also kann ich nur mal jedem empfehlen. Also der Preis war auch ziemlich gut damals für 15 Euro. Ich muss jetzt nicht so viel erzählen, ich lese mal ein bisschen was vor. Bei einem Autounfall, bei dem eine Frau überfahren und getötet wird, stellen die Polizisten im Auto die beiden Unfallfahrer eine Videokamera sicher. Das Band in der Kamera zeigt, dass die beiden Männer einen Transvestiten auf brutale Weise gefoltert und getötet haben. Ja, und dieses Band wird sich dann angeschaut. Der Film geht wirklich gut zur Sache. Karzinoma. Karzinoma ist auch ein ziemlich guter Film. Absolut spitze. Der zeigt halt, wie aggressiv so Krebs ist. So, was uns ja uns auch wirklich nicht unwichtig sein sollte. Ist schon sehr gut gemacht, aber man muss es halt mal genau hingucken, wie der ganze Werdegang ist. Auch sehr anstrengend zu gucken, finde ich. Das Mediabook habe ich damals von der Comic-Con-Börse für einen guten Preis bekommen. Ich glaube, um die 20 Euro. Auch schön verarbeitet. Nun ja, auch mit Limitierungsnummer. Ist limitiert auf 99 Stück. Ich habe die Nummer 65. The Boy müsste eigentlich auch ziemlich bekannt sein. Gibt es auch inzwischen einen zweiten Teil. Ich habe damals für dieses Stück gerade mal 5 Euro bezahlt. Das ist auch an sich ein akzeptabler Preis. Der erste Teil fand ich auch recht gut. Der zweite so ein bisschen so lala. Daher ist das alles okay. Das ist mit Brahms. Heißt ja die Puppe, die da so mitspielt. Hätte man ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. So, Paramedics habe ich mir letztes Jahr zum Geburtstag geholt, gefangen, gefoltert, getötet, hat ungefähr 3, 4, 5 gute 10,
Da hätte man deutlich mehr rausholen können. Ein bisschen mehr Handlung, ein bisschen noch brutalere Szenen. Man muss es mögen. Ich finde, man hat es hier ein bisschen verbockt. Aber gut, ich hätte den Film ein bisschen anders gestaltet. An sich ist das Mediabook hier gut gemacht, auch recht robust. Das von Nameless Nummer 75, Cover B, limitiert auf 500 Stück. Ja, man hätte viel mehr rausholen können. Es geht natürlich um Organhandel. Da war viel Potenzial zu sehen, aber leider etwas vergeudet. Dann haben wir dieses gute Stück. Habe ich mir noch nicht so ganz so hundertprozentig durchgeguckt bis zum Ende. Ist ziemlich blutig, muss ich sagen. Die Effekte sind auch wirklich brillant gemacht. Aber ich muss den einfach nochmal in Ruhe angucken. Habe ich damals für einen guten Preis bekommen. Ich glaube auch um die 5 oder 7 Euro. So. Romper Stomper mit Russell Crowe in seiner kontroversesten Rolle. Ziemlich gutes Mediabook, solide gemacht, schönes Cover. Ist ziemlich hart, brutal, realistisch, alles gestaltet. Ist recht gut, der Film. Dann haben wir hier unseren Zahnarzt, The Dentist. Richtig guter Film, schon etwas älter, über 20 Jahre oder sogar 30. Das ist Cover B, gibt es natürlich auch mehrere. Nummer 61 habe ich. Kriegt man auch nicht mehr so oft dieses als Mediabook. Gibt es halt noch einen zweiten Teil. Finde ich, sind sehr gute Filme. Der erste finde ich am besten. Der zweite ist ein bisschen rumgesponnen. Da hätte man noch was anderes machen können. Oder zumindest einen dritten, damit es einen vernünftigen Abschluss hat. Beide Filme sind natürlich ab 18 Jahren. Aber an sich gut gemacht. Also wer Angst hat vom Zahnarzt, sollte sich die mal unbedingt mal reinziehen. Kann ich nur empfehlen. Haben wir Cannibal, das Musical. Der hat mir gar nicht gefallen, der Film. Es ist halt ein Musical. Bin ich auch kein großer Freund davon. Ich denke mal, wer es mag, kann sich das gerne angucken. Ich dachte damals, ich hätte ein Schnäppchen gemacht, aber ja, war es ja letztendlich auch. Aber wer es mag, es kennen auch viele Leute, die mögen diese Art von Humor und von diesen Szenen. Mich hat es gar nicht unterhalten, aber gut, für die Sammlung halt, ne? Viele kennen es ja, einfach erstmal stehen haben oder zum Tauschen auch sehr gut. So, dann haben wir hier dieses gute Stück. Hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Das ist auch so ein typischer Film, so für Samstage, für Freitage. Schöne Unterhaltung. Solide Handlung. Sehr gute Szenen, muss ich sagen. Es ist Cover A, streng limitiert auf 111 Stück. Ich gucke gerade, wo ich die Nummer hier habe. Ich habe vorbildlich hier keine Nummer. Es ist wirklich eine Zweier-Disc-Kollektion. Auch mit Booklet natürlich. Nee, drei Discs sind dabei. Nee, doch, ist so ein gemütlicher Film mit schönen Szenen. Dann habe ich hier einen Klassiker. Ein Zombie hing am Glockenseil. Viele werden ihn kennen, der ist noch aus den 80ern, glaube ich. Und wurde damals heiß diskutiert, weil das halt wirklich
die Maßstäbe neu gesetzt werden. Ist halt ein italienischer Horrorfilm. Sehr gute Szenen. Man kannte das damals halt noch nicht so. Das ging erst damals alles richtig los mit den ganzen Szenen. Ist halt limitiert auf 666 Stück. Ich habe Nummer 369. Den wollte ich damals unbedingt haben. Gibt es auch noch in einer anderen Edition. Die kostet aber ein bisschen mehr Geld. Die habe ich gerade mal für einen Zwanni bekommen. Ich denke mal, das ist okay für den Film. Ist auch wirklich auch schön verarbeitet, das ganze Innenleben, das Booklet und so. Auch schön. Alles schön gemacht von innen. Dann haben wir dieses gute Stück. Das ist ein Werwolf-Film. Eigentlich bin ich ja gar nicht so für Werwölfe, weil die für mich noch nicht so brutal genug waren. Aber der Film hat mich positiv sehr, sehr überrascht. Die Szenen sind schon sehr, sehr blutig dargestellt. Auch die Handlung finde ich relativ sehr, sehr gut. Die Special-Effekte auch sehr solide. Also ein Zug fährt durch den Wald, der bleibt stecken und dann kommen die Werwölfe und machen halt alle platt. Ja, ich musste oft lachen, also auch wirklich, weil er mich so positiv überrascht hat. Headless. Headless ist auch so ein ganz spezieller Film. Man muss es sehr mögen. Mich hat es sehr unterhalten. Meine Süße fand ihn auch relativ sehr spannend. Das ist natürlich eine Art von Horror, den muss man auch erstmal mögen. Dieses gute Stück ist auch limitiert. Das hier ist Cover A. Habe ich auch damals für einen relativ guten Preis bekommen. Wurde damals auch sehr, sehr hoch gehandelt. Ich glaube 60, 70 Euro teilweise. Ich habe dafür gerade mal die Hälfte bezahlt. Gab es noch in einer anderen Cover-Variante mit einem weißen Schädel. Das war ja nochmal der doppelte Preis, warum auch immer. Ich habe diese simple Variante. Das reicht doch, finde ich. Man muss es sowieso mögen. Das ist halt so ein bisschen amateurhaft gemacht. Es unterhält. Das ist für mich auch das Wichtigste. Und an sich ein Top-Film. So. Charlie's Farm habe ich auch ganz oft auf Börsen gesehen. Habe mich dann mal rangetraut. Habe auch dafür, ich glaube, auch 25 Euro bezahlt. Ist ein schönes Mediabook, auch schön mit dem Cover hier. Warum hier die Köpfe von Freddy, Michael Myers, Jason und Co. hier noch sind, weiß ich leider nicht. Die haben damit jetzt nicht so viel zu tun. Aber dennoch unterhält mich der Film ganz gut. Das ist so ein schöner Film, so, ach ja, jetzt habe ich erstmal Bock drauf. So mit ein paar Jugendlichen, die in irgendeiner Hütte übernachten und dann geht die Post ab. Ist limitiert auf 1666 Stück. Ich habe die Nummer 1071. Hier sieht man auch den Hauptdarsteller. Das ist ein ganz schöner Hühne, wenn man den da so sieht. Und der hält auch ziemlich gut, der Film. Lido hat mich auch sehr überrascht. Auch die ganzen 10 Berühmte machen da jetzt nicht so viele mit. Also die mir halt was gesagt haben. Ich hatte mir gehofft, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Also sprich einen zweiten oder einen dritten Teil. Aber wer weiß, vielleicht kommt da auch noch was. Tony Jaa, Revenge of the Warrior. Wer so auf Kampfsport steht, der wird diesen Film recht lieben. Dieses Mediabook ist limitiert auf 555 Stück. Ich habe die Nummer 128. Das ist ein schönes, glänzendes Mediabook. War damals ein Angebot bei Nameless. Ich glaube für 12 Euro oder bei DTM, ich weiß es jetzt nicht genau. Die Version geht hier 106 Minuten. Es wird sie auch fleißig geprügelt. Die Action ist sehr, sehr grandios gemacht. Ich finde ihn als Schauspieler sowieso mega gut. Ong Bak, daher kennt man ihn ja. Ist ja auch sehr bekannt durch ihn geworden. Und das hier, davon gab es ja auch dann noch einen zweiten Teil. Den muss ich mir noch reinziehen, aber den habe ich ja noch nicht.
Ich finde das Mediabook absolut spitze, schön hochglänzend. Ich werde mir davon noch den zweiten Teil holen. Auch von innen ist es, sieht es sehr gut aus. Und für den Preis, da machst du nichts verkehrt. Dreier-Disc-Kollektion. Geht auch hauptsächlich um einen Elefanten, der spielt da auch gut mit. Nun ja, ein bisschen haben wir hier noch. So. Tag oder Tag ist ein japanischer Splatterfilm. Ich würde ihn so in die Richtung Kunstfilm sogar einordnen. Die Splatter-Szenen sind enorm, aber halt künstlerisch sehr gut dargestellt. Man muss es mögen, man muss den japanischen Humor verstehen, man muss das Ganze hier mögen. Alles sehr abgedreht. Vor allem dieses Mädchen hier, was sich irgendwie in einer Zeitschleife befindet, ist natürlich wieder limitiert auf 1000 Stück. Die Nummer finde ich vorbildlich mal wieder nicht. Kam auch schon einmal im Fernsehen vor ein paar Wochen. War natürlich auch gut geschnitten. Er wurde im Ausland groß gefeiert, groß gehypt. Viele scheinen es auch zu mögen. Die Musik ist auch gut, untermauert alles. Aber die Action, die ist schon ziemlich, ziemlich gut. Aber dieses Künstlerische, das ist nicht so meins. Ich bin zwar so ein bisschen auf Japanisch eingestellt, aber das ist nicht so meins. Ein blutiges Gedicht, das passt sogar ganz gut zu dem Film. So, da haben wir noch dieses gute Stück, Dreier-Disc-Kollektion, Blood Rage. Ist schon ein sehr etwas älterer Film, geht auch recht lange. Also mir wird hier gerade angezeigt, dass der auch wirklich über 2 Stunden geht, weit über 2 Stunden. Und in dieser Version enthält die weltweit längste Fassung. Die 2 DVDs gehen zusammen 247 Minuten und die Blu-ray geht 167 Minuten, also knapp 3 Stunden allein schon die Blu-ray und die DVD allein schon knapp über 4 Stunden. Hat mich positiv sehr überrascht, ist ein halt schon etwas älterer Film, ich denke mal aus den 80ern, genau aus den 80ern. Ist eine kleine Perle in meiner Sammlung, unterhält mich sehr gut, auch schön verarbeitet das Mediabook, gibt es natürlich auch verschiedene Cover-Varianten und so Freunde aus den 80ern, die werden diesen Film sehr mögen. Ist so ein bisschen gebaut wie Freitag der 13. vom Stil her. Ja. Und dann habe ich hier auch noch ein American Gunier Pick Teil 2. Den hatte ich mir damals jetzt als erstes geholt. Der ist halt in Schwarz-Weiß gedreht hauptsächlich. Das Cover sieht natürlich sehr brutal aus. Ne? Da muss man nicht viel dazu sagen. Die Handlung ist ein bisschen special-mäßig. Man muss es mögen. Mich hat es unterhalten. Es ist sehr speziell. Vor allem das Ende sehr, sehr gut gemacht. Und der Preis war ja damals wirklich ein Apfel und ein Ei. Da machst du nichts verkehrt mit. Dann nimmst du das mit. Also das ist, glaube ich, das günstigste Mediabook von der American Gunier Pick Reihe. Ich glaube, das kostet bloß um die 12 Euro oder so. Das erste wird schon deutlich höher gehandelt und das dritte um die 30, 35 Euro. Ist natürlich auch ein stolzer Preis. Man muss es halt mögen. Mich hat es unterhalten. Schönes Teil. Was will man mehr? Nun, dann habe ich hier noch Zombie-Apokalypse. Ist halt ein B-Movie. Das kann so ein bisschen nebenbei laufen. Ist unterhält. Was will man mehr? Der Preis war damals sehr, sehr gut. Da gab es, glaube ich, sogar noch ein 3D. Genau, eine 3D. Bild. Das habe ich hier noch mit dabei. Sieht noch ein bisschen spannender aus. War damals für einen guten Kurs. Ich glaube, keine 10 Euro. Ist limitiert auf 2000 Stück, das gute Stück. Und ja, ich habe es nicht bereut, den zu haben. So, dann haben wir noch Return of the Living Dead, Rave to the Grave. Auch so ein typischer B-Movie, unterhält.
Da kann man das Hirn wunderbar abschalten. Was soll ich noch dazu sagen? 91 Minuten, ungeschnittene Version natürlich. Was anderes mag ich auch nicht so. Ich habe die Limitierungsnummer 444. Mediabook recht simpel gehalten, aber schöne Motive drin, wie man hier sieht. Ich liebe das ja so. So, zack. Hier haben wir noch ein asiatisches Cover. So. Nur noch drei Stück. Dieses gute Stück kann man sogar uncut bei YouTube sehen, habe ich ja festgestellt. Ich fand ihn etwas verwirrend. Der Preis für das Mediabook war damals akzeptabel. 12 Euro habe ich damals bezahlt. Das ist Cover A. Ist natürlich wieder streng limitiert auf 1000 Stück von Shock Entertainment. Nachdem ich den zum zweiten Mal gesehen habe, habe ich den, glaube ich, auch ein bisschen besser verstanden. Ist halt auch so ein bisschen wie eine Komödie, aber halt mit Slasher-Elementen. Und so ein bisschen Liebesfilm. Sehr speziell. So, das kann ich euch nicht zeigen, sonst werde ich gesperrt. Naja, die Varianten sind ein bisschen eigen. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr den Film gucken wollt, müsst ihr den Titel einfach bei YouTube eingeben. Müsste sogar auf Deutsch sein, wenn ich mich nicht irre. So. Dann habe ich hier Gunwoman. Ich zeige das jetzt erstmal so, weil hier so ein paar Stellen noch auf dem Mediabook sind, die kann ich euch jetzt nicht so zeigen. Ist halt mit der berühmteren Schauspielerin Asami. Mir wurde sehr abgeraten, diesen Film zu holen. Mich hat er unterhalten. Ich glaube, davon gibt es sogar noch einen zweiten Teil. Den habe ich mir aber noch nicht geholt, weil das Mediabook war schon sehr teuer. Ich werde mal versuchen. So, kann ich euch das zeigen. Nun ja. Solide Handlung, Mediabook ist sehr gut verarbeitet, teilweise hochglänzend. Hätte man auch noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich bin gespannt, wie die anderen Teile sind oder sein sollten. Ist natürlich wieder limitiert auf 999 Stück. Ich habe Nummer 631. Und hat eine Lauflänge von 89 Minuten. So. Dann habe ich hier noch The Course of Dr. Wolfenstein. Auch wieder so ein spezielles Mediabook, was ich nicht so offen zeigen kann. Hat mich auch sehr unterhalten, muss ich sagen. Da kann ich von beiden Seiten nicht so viel zeigen. Naja. Das war mein teuerstes Mediabook. Ich glaube, knapp 50 Euro oder so habe ich damals bezahlt. Ist schon ein sehr, sehr stolzer Preis. Ist, glaube ich, sogar eine deutsche Produktion. Die Szenen sind schon sehr, sehr blutig. Mich hat es sehr unterhalten. Ich finde es gut, wenn es davon auch noch eine Fortsetzung geben würde. So vom Ganzen her recht unterhaltsam. Echt leicht banale Handlung, muss ich sagen. Wer es mag. Ich finde ja sowas recht angenehm, wenn man das Hirn so abschalten kann und sowas läuft dann einfach so im Nachhinein. Herrlich. Hat eine Lauflänge von 120 Minuten. Das ist natürlich schon sportlich. Wieder streng limitiert dieses Cover auf 444 Stück. Ich habe die Nummer 231. Ich habe es nicht bereut, diesen Film zu kaufen. Aber so 20 Euro weniger hätte auch gereicht. So. Dann habe ich hier noch zu guter Letzt Guinea Pig, das Original. Dieser Film war damals sehr bekannt, als es zum ersten Mal rausgekommen ist. Das sind also 1, 2, 3, 7 Filme, die da hier drauf sind. Und ein Teil lief damals in den Staaten und Charlie Sheen hat das gesehen und dachte, das wäre ein echter Film und hat erstmal die Polizei gerufen.
sehr brutale Teile, wie man sieht, ist japanisch wieder. Geht auch ziemlich lange, die ganzen Teile, insgesamt 430 Minuten. Das ist natürlich echt sportlich. Der Ton ist normal japanisch mit Untertitel, braucht man sowieso nicht. Ist von XT Video Entertainment. Gibt es auch noch eine schöne große Box davon. Aber die ist echt sehr, sehr teuer. Ich finde, diese Reihe hat ein bisschen Filmgeschichte geschrieben. Denn das, was da gezeigt wird, ist schon sehr, sehr speziell. Das ist auch jetzt nichts, was man so zum Kaffee trinken sich reinzieht oder beim Mittagessen. Ich würde es auch schon in eine Art Kunstfilm mit einordnen. Aber ich finde ihn grandios. Auch das Mediabook ist sehr gut verarbeitet. Das Steelbook hätte, glaube ich, 2 Euro weniger gekostet. Ich fand das Mediabook ein bisschen eleganter. Es glänzt auch so schön. Und deswegen habe ich das auch mitgenommen, damals auf der Comic-Con. So, jetzt bin ich durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Haut rein.